gezeigt, aufgrund einer Frage in den Kommentaren, wie öffne ich eigentlich Dialoge oder andere Fenster aus WPF und zwar mit MVVM? Ja, diese Fragen werden wir in diesem Video klären. Damit wir nicht wieder das ganze View-Model etc. bauen, habe ich hier schon mal etwas vorbereitet, und zwar eine absolut unschöne UI, ja, zugegebenermaßen mit einem Button öffne Fenster modal, und hier kommt der Text. Und dieser Text, der soll dann gesetzt werden, nachdem der Dialog bestätigt wird. Ja, das öffne Fenster modal macht, was es soll, oder soll dann machen, was der Text sagt, besser gesagt, und zwar soll es einfach den Dialog öffnen. Hier gibt es ein View, ein Window, Dialog Window. Hier wird Name und E-Mail-Adresse eingegeben und mit OK oder Abbrechen bestätigt bzw. abgebrochen. Wird bestätigt, dann wird sozusagen OK zurückgegeben, und in unserem Main Window soll hier entsprechend der Text stehen. Ein oder zwei, besser gesagt, hier kommt der Name und hier von mir aus noch die E-Mail-Adresse. So, dann haben wir hier in unserem Main Window, habe ich schon mal Notify Base Object abgeleitet. Das heißt, ich habe wieder zu den WPF Basics sozusagen die Referenz gemacht. Ich habe außerdem Global Usings verwendet von .NET 6, also damit in allen Dateien automatisch diese Usings sozusagen vorhanden sind. Und ich habe auch hier den Namespace Filescoped eingebunden. Gut, hier gibt es ein Command, mit das man lesen kann und einmalig initialisieren. Außerdem gibt es ein, ja, Name Property, und im Dialog Window View Model gibt es ebenfalls ein OK und Cancel Command und auch ein Name und E-Mail Property. Ich gebe mal das E-Mail hier noch dazu, damit wir dann das Binding machen können. So, String E-Mail. Wunderbar. So, diese Properties sind total unspektakulär, deswegen mache ich sie gleich mal weg. Also hier kommt dann der Text, das hier, das heißt, hier kommt unser Binding, und zwar haben wir hier Name und hier kommt Binding mit E-Mail. Binding E-Mail. Der Button bekommt noch ein Command Binding. Ja, wie hat es geheißen? Open Dialog. Command. Also Open Dialog Command. Und das Dialog Window, da gibt es auch noch nichts Spezielles. Ja, hier gibt es OK Command und Cancel Command, Name und E-Mail gebunden. Also hier diese Textbox bekommt ebenfalls Text ist gleich Binding, Name, und hier kommt Text ist gleich Binding E-Mail. So, Accept or Cancel, auch hier der OK-Button ist auf Default True gesetzt und ist Cancel auf True gesetzt beim Cancel-Button. Das hat den Effekt, dass dieser standardmäßig ausgewählt ist, wie es bei Dialogen so bekannt ist, mit Enter bestätigt. Das ist der Default-Button, mit Escape abgebrochen. Das wäre dieser Cancel-Button. Es kann natürlich mehr Buttons geben, deswegen kann man die Eigenschaft explizit setzen. Geht auch im Bereich Windows Form so ähnlich, da wird es nicht beim Button gesetzt, sondern direkt beim Formular, welcher Button ist der OK-Button und welcher Button ist der Cancel-Button. So, hier haben wir auch wieder das Command-Binding, hier das OK-Command und hier sozusagen das Cancel-Command. So, OK-Command gebunden, Cancel-Command gebunden. Einzelne UI-Elemente gebunden, alles wunderbar. Jetzt geht es darum, dass wir aus diesem XAML hier, aus diesem Dialog sozusagen, beziehungsweise aus diesem Fenster, den Dialog öffnen. Ja, und zwar eben mit MVVM. Machen wir das mal in mehreren Schritten. In einem anderen Video gibt es das Thema View Model versus View Logic. Das Öffnen eines Fensters und eines Dialogs und vor allem noch vielleicht ein modaler Dialog ist definitiv etwas, was nicht Aufgabe des View-Models ist, sondern Aufgabe der View. Das konkrete Öffnen, das konkrete Window-Handling
ist Aufgabe der View. Das heißt, wie kommunizieren wir jetzt aus dem View-Model mit der View? Die eine Option ist über Events. Das geht dann recht gut, wenn wir keinen Return erwarten, sozusagen. Die zweite Option ist per Delegate. Ja, machen wir eins nach dem anderen. Also machen wir mal ein Public Event Open Dialog. Ja, braucht natürlich einen Event-Handler. Open Dialog. Egal. Machen wir mal so. Und jetzt müssen wir das Command noch setzen, das Open Dialog Command. Und das Command ist unser neues Delegate Command. Delegate Command. Ja, aus dieser WebPath Basics, die wir uns bereits in einem anderen Video vor langer Zeit mal gebaut haben. Und hier können wir die Action angeben, was soll passieren, wenn auf diesen Button geklickt wird. Und das Einzige, was wir passieren lassen wollen, ist, dass wir this Punkt Open Dialog das Event feuern. Fragezeichen Punkt Invoke this und Event Tags Empty. Wir wollen das Event feiern. Ja, nachgefragt, ob sich jemand darauf registriert hat und wenn ja, dann würden wir das gerne auslösen. Das ist übrigens nichts anderes als die Kurzschreibweise von: Wenn sich jemand auf das Event registriert hat, dann kann ich das wie eine Methode aufrufen. Also diese zwei Zeilen und diese Zeile sind das gleiche. Gut, also wir klicken auf den Button. Wenn wir auf den Button klicken, wird das Command ausgeführt, das gebunden ist, und dieses Command feuert einfach nur dieses Event oben Dialog. So, dieses Event macht erstmal gar nichts, wenn wir es nicht hier im View, in der View sozusagen binden. Und ja, das wie gesagt ist diese Option, die wir benötigen, wo wir auch View-Logik in diesem Fall einmal verwenden sollen. Ja, nicht müssen, aber sollen. Einfach um die Trennung von User Interface und Logik, ja, um der treu zu bleiben, um MVVM richtig zu machen. So. Wir holen uns hier das Loaded Event von der View. Loaded. So, nachdem die View geladen ist, haben wir Window Loaded. Er macht hier dieses in dieser Window als Attribut. Gibt es hier das Event Loaded. Window Loaded ist sozusagen diese Event-Handler, den wir hier haben. So, und in diesem Window Loaded machen wir Folgendes. Wir holen uns unser View-Model, also Main Window View-Model. Und zwar ist diese in unserem Data-Kontext gespeichert. Ja, wir haben hier gesagt, Window Data-Kontext haben wir ein Main Window View Model. Dieses holen wir uns, casten es auf dieses View Model, damit wir uns auf das Event registrieren können. So, Sender und Event Tags. Ja, machen wir eine anonyme Implementierung dieser Methode. Also, wenn das Event ausgeführt wird, hier kommt noch Sender und Event Tags rein, dann wollen wir unsere View instanzieren und anzeigen. Also unsere View ist ein Dialog Window. Ja, die View ist eine Klasse. Also das XAML heißt so, das passt so. So, das ist unser Dialog. Ist gleich New Dialog Window. Dialog Window. So, diesen Dialog Window wollen wir jetzt Show Dialog machen. Durch Show Dialog ist es ein modales Pop-up. Modales Pop-up bedeutet, genau, wir können das Fenster nicht oder nicht weiterarbeiten, solange das Fenster da ist. Es muss erst wieder weggeklickt werden durch OK oder Abbrechen. Wir können auch hier abfragen, Show Dialog mit Bool Fragezeichen, ob Accept oder Cancel gedrückt wird. Also True ist gleich OK, Cancel ist gleich False. Aber probieren wir das mal aus. So, mal kurz Play gedrückt, die Spannung steigt. Also nicht modal, wie einfach nur Show ohne Dialog. So, öffne Fenster und hier ist es. Okay, ein bisschen klein geraten. So, okay, Cancel macht offenbar schon, ups, blendet das Fenster schon aus. Okay, blendet das Fenster noch nicht aus. Wunderbar. So, dann wollen wir mal einige Sachen fixen. Allerdings,
So kann ich ein Fenster aufmachen, wenn ich nichts damit machen will. Also wenn ich mit dem Ergebnis mehr oder weniger zufrieden bin. Eine Option, die ich jetzt machen kann, ich kann nun von diesem Dialog natürlich nicht auf die Textfelder zugreifen, auf den Vornamen, Nachnamen etc. Denn hinter diesem Window steht ja wieder ein Viewmodel. Das heißt, die einzige Option, die ich habe, ist, ich kann sagen, dialog.datacontext. Ich weiß, dieser Datacontext ist ein Dialog-Window-Viewmodel. Also das sozusagen wieder gecastet auf unseren auf unser Viewmodel. Fine. Und nun kann ich natürlich basierend auf das Viewmodel alle möglichen Elemente machen. Ich kann hier zum Beispiel wieder Werte unseres Viewmodels setzen. Das heißt, ich kann mir hier nennen wir das Dialog Viewmodel Model und unser eigenes nennen wir var vm. Also vm.omDialog. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und kann sagen, okay, wenn hier OK geklickt wurde, ja, dann hole ich mir das Viewmodel. So, dann hole ich mir das Viewmodel und weise die Werte unserem eigenen zu. Also E-Mail gleich dialog-viewmodel.email. vm.name gleich dialog-viewmodel.name. Ja, also Dialog öffnen, wenn das Event gefeiert wird, Dialog anzeigen und dann die Werte zuweisen. Gut, Werte zuweisen ist jetzt vielleicht schon wieder eine etwas schräge Option. Schauen wir uns dann an, wie es vielleicht besser geht. Eine Option wäre natürlich eine Methode aufrufen, aber okay. So, gucken wir mal, was denn jetzt passiert. So, öffne Fenstermodal. Das Fenster ist hier. Dev. Und okay. Ach ja, okay. Passiert da noch nichts. Haben wir nichts gemacht. So, müssen wir erst implementieren. Also, auch hier haben wir unsere zwei Commands, Cancel-Command und OK-Command. Diese beiden Commands sollten wir vielleicht noch implementieren, damit es auch wirklich funktioniert. Ja, erst noch vielleicht ein paar Eigenschaften gesetzt von unserem Dialogfenster. Da gibt es ja doch das eine oder andere nicht so, also ganz coole Sache. Zum Beispiel gibt es einen Resize-Mode, könnte ich mal setzen auf No Resize, um einfach die Fenstergröße zu fixieren. Außerdem könnten wir sagen, okay, Size to Content, Width and Height. Show in Taskbar ist gleich False, wollen wir nicht sehen. Window Startup Location könnten wir sagen, okay, Center Screen, wir Mitte vom Bildschirm. Center Owner ist sozusagen, wenn unser Fenster nicht im Bildschirmmitte ist oder maximiert ist, dann ist das trotzdem zentriert von demjenigen, der es geöffnet hat. Ja, was könnten wir noch machen? Wir könnten hier haben wir eine Textbox, sagen wir. In dieser Textbox soll gleich mal der Cursor blinken. Dazu vergeben wir einen Namen. Name ist gleich txt name. So, und sagen hier noch, okay, Focus Manager. Der Focus Manager, der erlaubt uns ein Focused Element zu setzen. Und zwar Binding auf ein Element. Element Name ist gleich txt name. Dadurch müsste der Cursor eigentlich sofort im Namensfeld drin angezeigt werden, also drin sein. Kann ich gleich zu tippen anfangen. Schauen wir uns das mal an. Wir dürfen es jetzt in der Taskbar nicht sehen. Gut, ist sowieso ausgeblendet. So, Inname klickt. Okay, Open Center Parent hat er jetzt so nicht gemacht, weil. Gute Frage, müssen wir noch checken. Fenster ist kleiner geworden. Diese lustige Menüleiste, die stört gerade ein bisschen, aber okay. Naja, haben wir das mal.
Und jetzt geht's wieder weiter. So, also, die eine Option ist jetzt, dass wir unser Command haben für OK und Cancel. Wir haben gesehen, beim Cancel passiert eigentlich auch, dass sich das Fenster gleich schließt. Aber okay, machen wir es mal richtig puristisch. MVVM, ja, dogmatisch sozusagen. Gut, dann können wir hier Folgendes machen. Wir können hier wieder Events machen. Public Event. Okay. Event Handler fehlt natürlich. Public Event, Event Handler Cancel. So, auch dann wäre natürlich das Punkt OK Command ist gleich New Delegate Command. Und dieses Delegate Command macht nichts anderes als wir sagen, this Punkt OK, wenn sich jemand drauf registriert hat, invoke this und Event args empty. This Punkt Cancel Command, also nochmal das gleiche sozusagen, nur dass wir hier das andere Event feuern. Event-Tags empty. So, was haben wir dadurch gewonnen? Erstmal gar nichts. Wir haben nur gesagt, wenn jemand auf OK drückt, dann machen wir hier OK, also sie OK-Event auslösen, beziehungsweise bei Cancel das Cancel-Event. Wir haben hier nur Logik, wir haben keine UI, wir haben überhaupt nichts UI-spezifisches, also sind wir perfekt im Bereich MVVM. Aber natürlich haben wir auch einen Overhead erzeugt mit dieser Aktion. Ja, wir können hier sagen, this Punkt, also wir holen uns wieder das View-Model, ist gleich this Punkt Data Context, as Dialog Window View Model. Und jetzt kann ich sagen, vm.ok, wenn das der Fall ist, dann rufe ich die Methode auf oder ich implementiere es anonym, also Object Sender, Event Args E, this.dialog, Result ist gleich true. Und wenn ich sage vm.cancel, dann rufe ich das Event auf mit UE, this.dialog, Result ist gleich false. Ich setze nur die Dialog-Results. Die View Models, also das View Model wird ohnehin gebunden. Wird ohnehin gebunden mit dem normalen Data Binding hier. E-Mail und Name. So, das heißt, wenn ich so mache, habe ich perfekt MVVM. Ich kann im OK und im Cancel noch zusätzliche Logik reingeben, wenn ich möchte. Das geht. Ja, aber ich habe natürlich, gut, übereinander geschrieben ist blöd. Ich habe natürlich auch Aufwand gemacht. Ich habe hier gesagt, ich habe ein Command, damit ich hier Buttons habe, damit ich hier Events feuere, damit ich erst wieder in der View eine Eigenschaft setze. Aber wie gesagt, grundsätzlich perfekt gelöst im Sinne von MVVM. Wie könnte man es vereinfachen? Etwas pragmatischer vielleicht machen. Ich kann anstatt des Command Binding hier ein ganz normales, ich mache hier mal zwei zusätzliche Buttons rein. Machen wir so. Copy and Paste. Ja, ich weiß, davon sterben Eichhörnchen. Aber es hilft gerade nichts. So, in einer fünften Zeile. So, bekommen wir das hin? Grid Row 5. Wer bist du? No, Invalid Markup. Grow. So, wo ist unser Problem? Okay, Partner. Ach so. Ja, der Name. Den Namen sollte ich nicht doppelt haben. Gut. Auch das Command Binding will ich nicht. Ich habe jetzt ganz bewusst drunter nochmal die Buttons gesetzt. So, ist okay, Cancel spare ich mir jetzt. Und ich kann sagen, okay, für okay Cancel, wenn es nur darum geht, den Dialog-Result zu setzen, spare ich mir vielleicht dieses ganze MVVM-Prozedere. Wenn man das möchte und mit den Konsequenzen klarkommt, ja, man bricht natürlich mit dem Stil, vollkommen klar, vollkommen in Ordnung. Wenn man damit leben kann, ist das okay. Ich zeige nur, wie es geht. Also, Button auf den Click-Event-Händler. Jetzt bin ich direkt im Code behind.
direkt in diesem Dialog-Window, ja, in den XAML, wo wir uns vorher auf das Event registriert haben und eben das gesetzt haben. Jetzt, ich kann natürlich ja auch sagen, this.dialog-result ist gleich true. Ja, und im Cancel-Click mache ich das Gleiche. Ja, Button-Click ist übrigens noch ein blöder Name, das sollte man ändern. New Event Handler, Button-Click 1 macht sich besser, also Cancel-Click. So. Und in diesem Cancel-Click sage ich natürlich Dialog-Result ist gleich false. Das wohlgemerkt funktioniert auch. Und das sehen wir uns jetzt an, damit das auch wirklich geht. Das sind die unteren zwei Buttons gewesen. Allerdings, MVVM ist das nicht. Okay? ASDF, okay. Er ist hier. Ja, MVVM ist das nicht, wenn ich so mache. Ja. Bei MVVM bleibt mir nichts anderes übrig, als die Trennung machen zwischen View und View Model, also zwischen UI-Logik und wirklich Logik im Sinne von Klassen und Abläufen. Und das ist eben das View Model. Und was nicht ins View Model gehört, ist UI-spezifische Elemente setzen. Und das ist Dialog Result, die Eigenschaft, das True oder das False zu setzen. Ja? Ist einfach so, gehört hier rein. Gut, Gleiches haben wir hier noch. Hier haben wir etwas verdammt viel Logik, verhältnismäßig viel Logik. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann den View-Model eine Methode spendieren. Diese Methode bekommt E-Mail und Name übergeben und ich rufe die hier auf. Passt. Was ich aber auch machen kann, ich könnte jetzt sagen, ich arbeite nicht mit einem Event, sondern mit einem Delegate, das mir dann entsprechend Werte liefert. Wäre auch eine Option. Die schauen wir uns jetzt an. Also, wir machen hier statt diesem Event, machen wir ein Public Delegate liefert String Name, String E-Mail, heißt Open oder Open Dialog Handler. Guter Name? Keine Ahnung. Ich kann ja auch Default Values vergeben, wenn ich will. String Name, String E-Mail zum Beispiel wieder, die dann vielleicht als Default Value gesetzt werden sollen. Gut, und jetzt, ich mache mal das Event hier weg. Und jetzt würde ich in dem Fall hergehen und sagen, okay, wenn dieser okay, dieser Open Dialog Command geklickt wird, also der Button geklickt wird, dann mache ich Folgendes. Ich sage String Name, String E-Mail ist gleich. Das ist ja nur das Delegate. Da brauchen wir natürlich auch eine entsprechende Eigenschaft. Also wir brauchen Open Dialog Handler. Nennen wir es Open Dialog. GetZ. So, also Open Dialog GetZ. Diesen rufen wir auf. Open Dialog. Geben unser bestehendes Name und E-Mail mit. Können auch das ganze View Model mitgeben, allerdings haben wir dann wieder eine entsprechende Abhängigkeit, die wir vielleicht nicht wollen. So, und geben, bekommen sozusagen das Ergebnis zurück. Mit diesem Name und E-Mail machen wir natürlich Folgendes: Wir setzen die entsprechenden Eigenschaften und jetzt machen wir es gleich etwas einfacher. Ja, Modern C# ist das herzu. Ich sage Name und E-Mail, also die zwei Eigenschaften sollen auf die Werte gesetzt werden, was die Methode zurückliefert. Wunderbar, dieser Open Dialog, wo kommt der jetzt wieder hin? Wie vorher ist das hier. Ja, statt dem. Ups. Sagen wir, vm.open Dialog, wenn dieses Delegate aufgerufen wird, bekommt Name und E-Mail mit, dann machen wir Folgendes. Wir holen uns unser Dialog-Window. Das ist View-Logik, das gehört hier rein. Wenn dieser Show-Dialog true macht, dann return dialog.name, dialog.email. Ups, E-Mail. Mail, wie habe ich es genannt? Ah, no, wir brauchen noch das View-Model, sorry. Dann holen wir uns das View-Model und sagen return
dialog4model.name, dialog4model, E-Mail. Ja, das wird einfach zurückgegeben. Und else, return, keine Ahnung, String empty und String empty. Ja, jetzt haben wir es über ein Delegate gelöst. Ja, Show Dialog, wenn das Ergebnis passt, ist View-Logik, dann holen wir uns das View-Model und geben das die Werte einfach zurück. Auch eine Option. Eine dritte Option ist über das Pattern des Event Aggregators. Der Event Aggregator wäre so, dass jetzt hier der Dialog geöffnet wird und im Dialog sozusagen im OK nicht einfach nur geschlossen wird, sondern dort ein Event gefeuert wird, welches sagt sozusagen, in diesem Dialogwindow wurden jetzt Werte verändert. In diesem View, in dieser also nicht hier, sondern im View Model wird sich auf das Event registriert und dann vom Event Aggregator und dann werden die Eigenschaften aktualisiert. Idealerweise haben wir dann auch noch in Version of Control dazu, auch zum IOC Container gibt es bereits ein Video, genauso wie über das Event Aggregator. Ich links in der Beschreibung oder in der Infobox. Na gut, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie man denn hier mit dem Thema Dialoge umgehen kann. Ja, und zwar mit Hardcore MVVM, beziehungsweise welche Kurzschlussvarianten das es wieder gibt, wo man einfach ein bisschen weniger tippt, dafür nicht ganz so sauber ist in der Architektur, aber ja, ein paar Eichhörnchen mehr oder weniger, was macht das schon nicht? Gut, in diesem Sinne, viel Spaß beim Selbstausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.